Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Am 25. Februar, also diesen Dienstag, startet die Kickstarter-Kampagne für das semi-kooperative Brett-, Miniaturen- und Kartenspiel Night Tales der deutschen Firma Voodoo Games. Und damit ich euch schon direkt mal ein Spiel zeigen kann, bevor die Kampagne losgeht, haben mich die beiden Jungs von Voodoo Games, André und Martin, besucht und wir haben zu dritt eine Runde gespielt. Und bevor ich das Match jetzt zeige, zwei kurze Sachen im Vorfeld. Die erste, wir haben natürlich mit Prototypen-Komponenten gespielt, weil das Spiel noch nicht komplett fertig ist. Die sehen schon sehr gut aus, sind aber noch nicht final. Und außerdem hat sich, seitdem wir gespielt haben, das war noch vor Weihnachten, eine wichtige Sache geändert, und zwar die Verteilung der Symbole auf den Würfeln. Im Prinzip bedeutet das, dass wir jetzt hier im Spiel eigentlich auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt haben, aber von der tatsächlichen Schwierigkeit waren wir dann eher auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, und mit der neuen Würfelverteilung wäre das dann tatsächlich der mittlere Schwierigkeitsgrad. Dementsprechend, damit ich euch das noch ein bisschen besser zeigen kann, habe ich auch noch ein zweites Video aufgenommen mit meiner Frau zusammen, wo wir dann mit der neuen Würfelverteilung spielen. Das geht dann direkt am Dienstag zur Kickstarter-Kampagne online. Und aber jetzt zeige ich euch erstmal das Video, weil da erkläre ich auch ein bisschen die Regeln und so. Und ansonsten hat sich da auch nichts geändert entsprechend. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Spiel. Und meine Gedanken dazu und ein paar weitere Infos zur Kickstarter-Kampagne gibt's dann danach. In Night Tales geht es darum, mit einer Gruppe von tapferen Rittern für 3 Nächte und 3 Tage ein Dorf zu verteidigen, in dem sich der letzte Thronerbe des Königreichs aufhält. Das Spielfeld von Night Tales ist in 2 Hälften unterteilt. Auf dem Marktplatz können sich die Ritter tagsüber mit Verbündeten, Waffen, Rüstungen und Artefakten eindecken. Auf der Nachtseite stellen sich die Ritter jede Nacht den Horden der Finsternis und müssen diese und ihren Boss besiegen, damit ein neuer Tag anbrechen kann. Das Spiel läuft über 3 Tage und 3 Nächte oder bis das Dorf überrannt wurde. Night Tales kann von 2 bis 4 Spielern gespielt werden und wir spielen dieses Mal zu dritt. Martin spielt Ritterin Britta, André spielt Ritter Tartos und ich spiele Ritter Gaelric. Bitte beachtet, dass es sich bei allen hier gezeigten Komponenten noch um Prototypen handelt. Das heißt, es kann und wird Abweichungen und Veränderungen zum fertigen Spiel geben. Bevor das Spiel beginnt, bekommt jeder Spieler Goldstücke basierend auf der Anzahl der Spieler. Bei 3 Spielern sind es 6 Goldstücke. Außerdem besitzt jeder Spieler von Anfang an ein Langschwert. Außerdem einigen wir uns auf einen Schwierigkeitsgrad, der bestimmt, wie oft neue Gegenstände im Markt verfügbar sind und welche Arten von Monstern in der Nacht auftauchen. Außerdem legen wir noch die Quest- und Ruhmeskarten aus, über die die Spieler Punkte erreichen können. Sollten wir nämlich alle 3 Nächte überleben, dann gewinnt nur der Spieler, der die meisten Punkte hat. Neben den Ruhmes- und Questkarten bekommen wir noch Punkte durch das Sammeln von Monster- und Gegenstandskarten sowie das Gold, das wir am Ende des Spiels besitzen. Jedes Spiel beginnt mit dem ersten Tag, an dem wir auf dem Markt nacheinander einkaufen können. Am ersten Tag ist die Reihenfolge dafür anhand der gewählten Ritter vordefiniert. Bevor wir einkaufen können, decken wir aber schon mal die erste Questkarte auf. Das erste Ziel ist es, ein Monster vom Typ Bestie zu besiegen. Wer das zuerst schafft, bekommt 5 Punkte, wer es als zweites schafft, 3 und wer es als drittes schafft, 1. Questen bleiben über das ganze Spiel bestehen, können aber von jedem Spieler nur einmal erfüllt werden. Jetzt kommen wir zum Shoppen und ich bin mit Ritter Gaelric als erster dran und ich kaufe mir die Gauntlets, die mir dabei helfen, Monsterattacken abzuwehren. Das kostet mich 5 Gold. Die Karte lege ich jetzt einfach zu meiner Ritterkarte. Da wir auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielen, wird die gekaufte Karte jetzt nicht sofort aufgefrischt, sondern erst in der nächsten Tagphase. Martin ist mit Britta als nächstes dran und schnappt sich den Söldner. André schnappt sich für 4 Gold den Speer. Für mein verbliebenes 1 Goldstück kann ich nichts mehr kaufen und beende damit meine Tagphase und komme auf Position 1 der Nachtphase.
Martin tut es mir gleich und kommt auf Position 2 und André auf Position 3. Damit ist Tag 1 beendet und die erste Nacht beginnt. Basierend auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad haben wir 9 Monsterkarten verdeckt und zufällig ausgewählt und ausgelegt. Eine davon ist eine Champion-Monsterkarte. Dann drehen wir die erste Ruhmeskarte um. Basierend auf ihr bekommen die Spieler Siegespunkte, je nachdem, in welchem Farbbereich sich ihr Lebenspunktemarker am Ende der Nachtphase befindet. Als nächstes wählen wir den Boss für die erste Nacht und das ist der War Chief. Wir nehmen sein Taktikdeck und legen es offen neben dem Spielfeld aus. Auf jeden seiner Lebenspunkte kommt jeweils ein Goldstück. Und dann wird das Board des War Chiefs aufgestellt und sein Doom Tracker wird platziert. Das sieht aktuell als Prototyp noch etwas wackelig aus, wird im fertigen Spiel aber definitiv besser gelöst sein. Nun wird die erste Reihe an Monsterkarten aufgedeckt. Und alle Monster, die die Moves-to-Back-Regel haben, werden in die letzte Reihe geschoben. Und die nun vorderste Karte wird ebenfalls aufgedeckt. Dann wird auf jedem Lebenspunkt ein Goldstück platziert. Der frisch aufgedeckte Krieger hat einen Reiheneffekt, der ihm ein automatisches Schild bei Kampfwürfen gibt, wenn sich mindestens ein anderes Monster in seiner Reihe befindet. Da ich an der ersten Position bin, darf ich mir auch als erstes ein Ziel auswählen, das ich angreifen will. Ich entscheide mich, den Varg zu attackieren, weil dessen Sonderfähigkeit aktuell noch nicht greift und er mir außerdem die Chance gibt, als Erster die Queste für diese Nacht zu erfüllen. Um Aktionen durchzuführen, muss ich den roten Ausdauermarker in Richtung des grünen Lebenspunktemarkers verschieben. Sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt Lebenspunktemarker und Ausdauermarker treffen, dann ist mein Ritter für diese Nacht besiegt und darf nicht weiterkämpfen. Außerdem habe ich noch blaue Wutpunkte, mit denen ich Würfelwürfe beeinflussen kann. Wie viele Wutpunkte ich zu Beginn habe, wird durch meine Position während der Tagphase bestimmt. Der Varg befindet sich in der ersten Reihe und daher kostet mich die Aktion einen Ausdauerpunkt. Als Ritter wirft man standardmäßig immer 3 blaue Würfel und der Varg verfügt über 2 rote Monsterwürfel. Ich werfe jetzt einfach alle Würfel zusammen und gleiche die Ergebnisse miteinander ab. Jedes Schwertsymbol bedeutet einen Schadenspunkt und jedes Schildsymbol kann ein Schwertsymbol negieren. Das heißt, ich verliere einen Lebenspunkt und habe dadurch einen Wutpunkt mehr zur Verfügung und der Varg verliert 3 Lebenspunkte und ist damit besiegt. Ich nehme das Gold an mich, genauso wie seine Monsterkarte. Die Karte beschert mir die abgedruckten Siegespunkte und je mehr unterschiedliche Monster ich sammle, desto mehr Punkte bekomme ich am Schluss. Da der Varg vom Typ Beast war, habe ich als erster die Queste erfüllt und bekomme jetzt 5 Siegpunkte. Die Monsterkarten werden jetzt eine Reihe nach vorne geschoben und dann wird die vorderste wieder aufgedeckt. Es handelt sich erneut um eine Moves-to-Back-Karte, der Schamane wandert nach hinten und die letzte Karte der Bahn wird aufgedeckt. Der Schamane gibt sich selbst und allen Monstern in der gleichen Bahn und in niedrigeren Reihen einen zusätzlichen gelben Angriffswürfel. Das findet Martin, der als nächster dran ist, gar nicht lustig und er attackiert ihn. Der Schamane befindet sich in der zweiten Reihe und daher kostet die Aktion 2 Ausdauerpunkte. Er wirft die Kampfwürfel und er würfelt dieses Mal auf Monsterseite das Schädelsymbol. Der Schaden reicht aus, um den Schamanen zu besiegen, was auch seinen Verstärkungseffekt negiert. Allerdings wandert durch das Schädelsymbol der Doom Tracker einen Punkt weiter und dadurch wird der War Chief stärker. Als nächstes ist André dran und lässt Tartos den Berserker attackieren. André wirft dieses Mal 3 Glaubenssymbole, was übrigens ziemlich selten ist, und diese können verwendet werden, um komplette gegnerische Würfel zu entfernen. Genau das macht André auch mit 2 seiner Ergebnisse. Und dann gibt André einen Wutpunkt aus, um einen Würfel neu zu werfen. Das Ergebnis ist ein Schwert, was gut ist, aber noch nicht reicht, um den Berserker auszuschalten. Daher kauft sich André für weitere 2 Punkte einen zusätzlichen Angriffswürfel, der ein Schild ergibt, was ihm leider gar nichts bringt.
Daher benutzt er jetzt noch sein Langschwert, um das Schild zu einem Schwert zu drehen. Gegenstände können immer einmal pro Nacht verwendet werden. Der Schaden reicht zwar immer noch nicht aus, aber André kann jetzt 2 Goldstücke an sich nehmen und 2 Wappen auf dem Berserker platzieren, um zu markieren, wie viel Schaden er verursacht hat. Und durch seine Spezialfähigkeit bekommt der Berserker jetzt einen zusätzlichen roten Würfel, weil er Schaden erlitten hat. Danke, André. Ich bin wieder dran und attackiere den nächsten Varg. Mein Wurf ist gut, reicht allerdings nicht, um den Varg zu besiegen. Daher gebe ich meine 2 verfügbaren Wutpunkte für einen weiteren Würfel aus. Und mit diesem verursache ich genug Schaden, um den Varg zu besiegen. Die Aktion hat mich natürlich wieder einen Ausdauerpunkt gekostet. Martin ist wieder dran und attackiert den Ork-Krieger. Er verursacht trotz dem automatischen Schild des Kriegers genug Schaden, um ihn zu besiegen. Allerdings geht auch ein Schädelsymbol durch. Der Krieger fällt und geht an Martin. Und der Doomtracker wandert einen Schritt weiter und landet auf einem Schädelsymbol. Das bedeutet, dass jetzt die oberste Taktikkarte ausgelöst wird. In diesem Fall werden alle Monster in der zweiten Reihe aufgedeckt. Anschließend wird die Taktikkarte unter das Deck geschoben und die nächste wird aufgedeckt. Die beiden Monster in der mittleren Bahn rücken in das freie Feld nach. André versucht sein Versagen zu korrigieren und attackiert erneut den Berserker. Er aktiviert dafür sein Speer, um einen gegnerischen Monsterwürfel zu entfernen. Das muss er vor dem Wurf ansagen, weil das Speer das Faustsymbol hat. Er muss nur noch einen Schadenspunkt verursachen, was er schaffen würde. Allerdings geht erneut ein Doom-Ergebnis durch. Der Berserker wird besiegt, der Boss wird stärker und die Monster wandern nach vorne. Da jetzt die letzte Reihe frei ist, rückt auch der Boss nach. Und da dies eine Bewegung ist, löst das seine Bewegungstaktik aus. Er verursacht einen Schadenspunkt in jeder Bahn, in der sich ein Monster vom Typ Ork befindet. Der Troll in der Mitte ist ein Ork-Monster und er verursacht einen Punkt Schaden. Diese Art von Schaden geht allerdings nicht gegen die Ritter, sondern gegen die Verteidigungsanlagen. Und eine Barrikade fällt. Sollten alle 3 Verteidigungsanlagen einer Bahn fallen, dann geht der Schaden gegen das Dorf, das nochmal 3 Lebenspunkte hat. Ich bin wieder dran und attackiere den Zombie, dessen Schildsymbole immer doppelt zählen. Mein Wurf fällt wieder sehr vorteilhaft aus. Ich entferne den Schildwürfel des Zombies mit meinem Glaubenssymbol. Erleide selbst einen Schaden, verursache aber 2. Meine Lebenspunkte sind immer noch im grünen Bereich und ich habe wieder einen Wutpunkt zur Verfügung. Und der Zombie und seine 2 Goldstücke gehen an mich. Und das nächste Monster ist ein Goblin, der Gold stiehlt, wenn er Schaden verursacht. Martin ist wieder dran und greift den Goblin auch gleich an. Er verursacht gleich einen ganzen Eimer voll Schaden, wird allerdings selbst auch einen Schadenspunkt erleiden. Daher verwendet er sein Langschwert und dreht ein Schwert zu einem Schild. Dem kann der Goblin natürlich nicht standhalten und Gold und Karte gehen an Martin. André attackiert den Troll, der Lebenspunkte regeneriert, wenn er nicht getötet wird. Er schafft es dieses Mal, seinen Gegner auf einen Schlag auszuschalten. Allerdings geht auch ein Doom-Ergebnis durch. Der Troll wird entfernt und der Warchief wird stärker und löst seine nächste Taktik aus. Dadurch bekommen alle überlebenden Nicht-Champion-Monster ein zusätzliches Schwertsymbol für ihre Angriffswürfe. Und dann rücken das Monster und der Boss nach. Da allerdings keine Orks mehr auf dem Feld sind, verursacht er damit keinen Schaden. Ich bin wieder dran und Gelric stürzt sich todesmutig auf den Warchief. Weil er in der zweiten Reihe steht, kostet mich das 2 Ausdauerpunkte. Und durch die aktuelle Position des Doomtrackers hat der Warchief 3 rote Würfel, einen gelben und ein automatisches Schildsymbol. Der Warchief ist auf jeden Fall eine harte Nuss und das zeigen auch meine Würfel. Ich verwende meine Gauntlets, um ein gegnerisches Schwertsymbol zu mir zu wechseln. Dann verwende ich Gelrics eigene Sonderfähigkeit und weil ich meinen Gegner nicht besiegt habe, darf ich jetzt sofort einen weiteren Ritterwürfel werfen. Dieser ergibt aber leider ein weiteres relativ nutzloses Glaubenssymbol. Daher gebe ich noch meinen Wutpunkt aus und werfe den Würfel erneut. Und dieses Mal habe ich ein Doppelschwert
und da meine Glaubenssymbole sämtliche Monsterwürfel negieren, verursache ich insgesamt 3 Punkte Schaden, weil ein Schadenspunkt durch das automatische Schildsymbol des Warchiefs negiert wird. Martin ist dran und attackiert die Doombat. Er würde genug Schaden verursachen, um die Fledermaus zu töten. Durch ihr automatisches Schwertsymbol würde er aber auch selbst einen Schaden erleiden. Daher gibt er einen Wutpunkt für einen Wiederholungswurf aus, der aber nicht reicht. Er gibt einen weiteren Punkt aus und das Ergebnis verändert sich nicht. Trotz aller Mühen verliert Britta einen Lebenspunkt. Sie schafft es noch, die Fledermaus zu besiegen, woraufhin der Warchief in die erste Reihe vorrückt und erfüllt als zweites die Queste. Aber weil sich ihre Ausdauer- und Lebenspunktemarker getroffen haben, ist Britta jetzt besiegt und wird an die letzte Position der Tagseite gestellt. Das heißt, sie kann erst als letzte einkaufen, startet in nächste Nacht allerdings wieder mit 3 Wutpunkten. Da sich Brittas Lebenspunkte bis zum Schluss allerdings im grünen Bereich befunden haben, bekommt Martin trotzdem 5 Punkte auf der Ruhmeskarte. Als nächstes ist André dran und Tartos attackiert den Warchief. Der Kampfwurf fällt genau so aus, wie ich das mir wünsche. André verursacht 2 Schaden und der Warchief verursacht 3 Schaden. Und da André weder Wut noch Gegenstände übrig hat, bleibt es dabei. Der Warchief verliert seine letzten 2 Lebenspunkte und ist damit besiegt. Da allerdings mehr von meinen Wappen auf ihm liegen, geht seine Monsterkarte trotzdem an mich. Der Warchief ist geschlagen und die erste Nacht ist überstanden. Tartos erleidet noch die 3 Schadenspunkte und ist dadurch im gelben Bereich und bekommt nur 3 Siegpunkte. Meine Lebenspunkte sind im grünen Bereich und ich bekomme 5 Punkte. André war als letzter dran und setzt Tartos daher auf Position 2 und ich setze Gelric auf Position 1 der Tagseite. Zu Beginn von Tag 2 setzen wir alle unsere Gegenstände und Fähigkeiten sowie unsere Ausdauer- und Lebenspunktemarker wieder zurück. Außerdem verteilen wir Wutpunkte basierend auf unserer aktuellen Position. Ich bin auf Position 1 und bekomme daher einen Wutpunkt. Dann ziehen wir die zweite Questkarte und müssen jetzt ein Monster besiegen, ohne einen Gegenstand einzusetzen. Die erste Questkarte bleibt ebenfalls im Spiel, kann also nach wie vor von André erfüllt werden. Als nächstes werden die Marktkarten wieder aufgefrischt und wir können wieder einkaufen. Ich darf zuerst und kaufe mir für 4 Goldstücke den magischen Ring, mit dem ich mich heilen und mein Wutkonto wieder auffüllen kann. André ist dieses Mal als zweites dran und kauft sich den Turmschild, durch den Monster ihre roten Würfel durch gelbe ersetzen müssen. Martin kauft sich den Falken, durch den er Monsterwürfel neu werfen darf. Ich bin wieder dran und kaufe mir den Kriegshammer, durch den ich die Schildergebnisse von Monstern reduzieren kann. André kauft sich die dämonische Truhe, durch die er Doom-Ergebnisse ignorieren und durch Schwertergebnisse für sich ersetzen kann. Martin kauft sich noch die Kettenrüstung, mit der er einen Monsterwürfel mit mindestens einem Schwertergebnis entfernen kann. Als letztes gebe ich noch meine 2 gesammelten Wargs ab und kaufe mir dafür die Fellrüstung. Das ist eine sogenannte Trophäe, für die man kein Gold, sondern Monsterkarten eines bestimmten Typs ausgeben muss. Man verzichtet dadurch auf die Siegpunkte, die einem die Monsterkarte geben würde, bekommt aber einen sehr mächtigen Gegenstand. In diesem Fall darf ich alle Monsterwürfel mit einem einzigen Schwertergebnis ignorieren. André ist der Erste, der nichts mehr kaufen kann und setzt sich daher auf die Startposition. Martin gibt 2 Ork-Monsterkarten aus und kauft sich davon die Dornenschild-Trophäe, mit der er Schildergebnisse als Schild- und Schwertergebnisse verwenden kann. Ich entscheide mich dann doch noch, auch mein letztes Geld auszugeben und kaufe mir einen Raben, der mir erlaubt, die Sonderregel einer einzelnen Monsterkarte zu ignorieren. Damit bin ich soweit, glaube ich, ziemlich gut ausgestattet. Martin kann nichts mehr kaufen und begibt sich auf Position Nummer 2 und ich folge ihm auf Position Nummer 3. Die zweite Nacht bricht herein und dieses Mal platzieren wir auf dem Spielfeld 3 Champions und 6 normale Monster. Für diese und die letzte Nacht werde ich jetzt nicht mehr alle Würfelwürfe im Detail zeigen, sondern nur noch deren Konsequenzen. Unser Boss ist in dieser Nacht der Lich Lord. Wir platzieren sein Taktikdeck und sein Bossboard.
In der ersten Reihe steht ein Wolfsreiter, der verhindert, dass Monster hinter ihm attackiert werden. Ein Nekromant. Und ein Zentaurer, der allen Monstern in der gleichen Reihe ein Schildsymbol gibt. Der Nekromant wandert nach hinten und bekommt Lebenspunkte, wenn in der Bahn vor ihm Monster getötet werden. An seine Stelle tritt ein Wraith, der ebenfalls nach hinten wandert und verhindert, dass gegen Monster, die unter ihm stehen, Wutpunkte eingesetzt werden. Zuletzt erscheint noch ein Tiermensch, gegen den man zusätzliche Ausdauer einsetzen muss, wenn man ihn nicht besiegt. Das ist mal eine ziemlich heftige Combo, die wir erstmal gemeinsam entpuzzeln müssen. André fängt an und Tartos attackiert den Zentauren. Er kauft sich für 2 Wutpunkte einen extra Würfel und schafft es damit, den Zentauren zu besiegen, ohne selbst Schaden zu erleiden. Er hat damit auch endlich die erste Quest geschafft. Und die zweite hat er gleich auch noch bestanden, weil er keine Gegenstände eingesetzt hat. Dank Andres Erfolg werden die Schildmarker von den anderen Monstern entfernt. Und als nächstes erscheint ein Ghoul, der immer dann einen gelben Würfel dazu kriegt, wenn andere Monster in seiner Reihe sterben. Um das zu verhindern, attackiert Martin mit Britta den Ghoul. Britta erleidet dabei 2 Schadenspunkte, aber der Ghoul wird besiegt. Und Martin schließt als zweiter die Queste ab. An die Stelle des Ghouls tritt ein Vampir, der im Kampf keinen Schaden erleidet, wenn er mehr Schaden verursacht als sein Gegner. Das ist für mich ein viel zu schmackhaftes Ziel und daher stürze ich mich sofort auf den Vampir. Ich aktiviere dafür die Fellrüstung. Ein eher durchwachsenes Ergebnis zwingt mich dazu, mein Langschwert zu benutzen und ich wechsle all meine Schilde zu Schwertern. Durch meine Rüstung ignoriere ich alle Schwerter des Vampirs, dann verwende ich noch meine Gauntlets und klaue ein Schwertergebnis und besiege den Vampir. André ist wieder dran und attackiert mit Tartos den Tiermenschen. Er erleidet 2 Punkte Schaden und besiegt den Tiermenschen, wodurch der Nekromant allerdings einen Lebenspunkt dazu bekommt. Martin stürzt sich mit Britta auf den Nekromanten. Er verwendet sein Dornenschild, um aus seinen Schildern Schilder und Schwerter zu machen. Und dann verwendet er noch Brittas Ritterfähigkeit, um dem Nekromanten ein Schwert zu klauen. Das reicht aus, um ihn zu besiegen. Allerdings wandert auch der Doomtracker einen Schritt weiter. Ich bin dran und knöpfe mir den Wraith vor. Und absolut problemlos wird das Gespenst verbannt. Und ich schließe als Dritter die Queste ab. André attackiert den Wolfsreiter und aktiviert dafür sein Speer. Er verwendet 2 Wutpunkte für einen Extrawürfel und schafft es damit, den Ork zu besiegen. Das Glück ist aktuell definitiv auf unserer Seite. Der Lichlord bewegt sich jetzt nach vorne. Da Monsterkarten allerdings erst nach einer Bewegung umgedreht werden, kann seine Bewegungsattacke nicht ausgelöst werden, die Schaden in jeder Bahn mit einem Untoten verursachen würde. An vorderster Stelle steht jetzt ein Draugr, der zu allem Schaden, den er verursacht, immer einen Schadenspunkt extra verursacht. Martin ist dran und attackiert den Draugr. Er verwendet den Falken, um die Monsterwürfel neu zu werfen und macht es irgendwie noch schlimmer. Gut. Yeah. Daher verwendet er noch seine Kettenrüstung und entfernt einen der Monsterwürfel. Ein Schaden bleibt übrig, der durch den Draugr zu 2 wird. Aber der Draugr selbst fällt ebenfalls und wird durch einen Zombie ersetzt. Durch die Bewegungsabfolge verursacht der Lich erneut keinen Schaden. Ich lasse Gelric am Zombie vorbeispringen und attackiere direkt den Lich Lord, was mich 2 Ausdauer kostet. Dank seinem geringen Doom-Level hat der Lich Lord aktuell 2 rote, 2 gelbe und ein Schild. Und mein Wurfergebnis würde schon mal gut Schaden verursachen. Ich verwende meine Ritterfähigkeit, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen und verursache noch mehr Schaden. Ich belasse es erstmal dabei und verursache insgesamt 4 Punkte Schaden und bekomme 4 Goldstücke. Durch meine Attacke wandert der Doomtracker allerdings 2 Schritte, was die aktuelle Taktik des Lich auslöst, die Schaden in jeder Bahn mit Untoten verursacht. Dadurch wird die Barrikade ganz links entfernt. André ist dran und attackiert den Zombie. Und er entfernt ihn ohne größere Probleme. Der Lich rückt in die erste Reihe auf und wird von Britta attackiert. Das kostet sie ihren letzten Ausdauerpunkt
Martin darf die Aktion allerdings noch zu Ende führen, bevor Britta besiegt wird. Der erlittene Schaden kann Martin jetzt egal sein, weil er sowieso am Ende der Aktion besiegt wird. Aber er muss noch mindestens einen Schadenspunkt mehr verursachen, um den Lich zu besiegen. Er verwendet den Söldner, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Und er würfelt das Glaubenssymbol. Und damit könnte er jetzt schon das Schildsymbol des Lich negieren, um ihn zu besiegen. Allerdings würde dann trotzdem ich den Lich beanspruchen. Und Martin muss mindestens 4 Schadenspunkte verursachen, um mit mir gleichzuziehen und den Lich für sich zu beanspruchen. Da er noch jede Menge Wutpunkte zur Verfügung hat, versucht er sich deshalb jetzt an ein paar Wiederholungswürfen. Aber trotz zahlreicher Versuche schafft es Britta leider nicht, die glorreiche Vorarbeit von Geilrig zu übertrumpfen. Es bleibt dabei, dass der Lich besiegt wird, aber seine Karte geht an mich. Nichtsdestotrotz ist auch diese Nacht erfolgreich überstanden. Britta wandert wieder auf den letzten Platz, gefolgt von Geilrig und Tartos. Britta war dieses Mal im gelben Bereich und bekommt 4 Punkte und Geilrig und Tartos waren im grünen Bereich und bekommen jeweils 6 Punkte. Der letzte Tag bricht an. Wir setzen unsere Lebenspunkte und Ausdauer sowie unsere Gegenstände zurück und machen uns bereit zum Einkaufen. Wir ziehen die letzte Questkarte und müssen jetzt einen Champion besiegen. Und dann wird der Markt wieder aufgefrischt. Neue Trophäen werden allerdings nicht platziert, von denen gibt es nur 3 pro Spiel. André ist zuerst dran und kauft sich eine gesegnete Halskette, mit der er einmal beliebig viele Ritterwürfel wiederholen darf. Ich bin als nächster dran, gebe 2 Untotenkarten aus und kaufe mir die Wrathcleaver-Trophäe, mit der ich Einzelschwertergebnisse als Doppelschwertergebnisse benutzen darf. Martin schnappt sich die Lanze, mit der er besser zuschlägt, wenn er in der zweiten oder dritten Reihe attackiert. André nimmt das Kriegsross, das ihm zusätzliche Würfel beschert, wenn er tiefere Reihen attackiert. Ich kaufe mir noch das goldene Hufeisen, mit dem ich Glaubensergebnisse einsetzen kann, um meinen Ausdauermarker zurückzusetzen. Martin holt sich den Bullenhelm, mit dem Doppelschwertergebnisse ignoriert und in eigene Schwertergebnisse verwandelt werden können. André kauft sich die Jägerin, mit der er die Position von 2 aufgedeckten Monstern vertauschen kann. Und ich hole mir, primär der Siegpunkte wegen, noch den Mönch, der die Kosten eines Wutpunkte-Einsatzes einmal reduziert. Martin ist fertig mit dem Einkaufen und setzt Britta auf Position Nummer 1, gefolgt von Tartos und meinem Gelrik. Der Tag ist damit beendet und die letzte Nacht bricht herein. Uns stehen dieses Mal 5 Champions und 4 normale Monster gegenüber und der Boss ist die Wood Witch. In der ersten Reihe stehen ein Minotaurus, eine Banshee, die verhindert, dass in dieser Reihe Glaubenssymbole verwendet werden, und ein Ghoul. Martin ist zuerst dran und lässt Britta die Banshee attackieren, um ihren Effekt aufzulösen. Er setzt einmal Wut ein, um einen Würfel neu zu werfen. Dann benutzt er den Bullenhelm, um das Doppelschwertergebnis zu entfernen. Und dann noch das Langschwert, um sein Schild zu einem Schwert zu machen. Das reicht, um die Banshee zu besiegen. Und Martin hat als erster die Queste erfüllt. Durch das getötete Monster bekommt der Ghoul einen Würfel und es erscheint eine Riesenspinne, durch die wir jetzt einen Wutpunkt ausgeben müssen, wenn wir in dieser Reihe Gegenstände einsetzen wollen. André ist das aber erstmal egal und er attackiert den Ghoul. Er gibt einen Wutpunkt aus, um sein Langschwert benutzen zu können und das reicht, um den Ghoul zu besiegen. Es erscheint ein weiterer Draugr. Ich bin dran und da mir das Team wohl wichtiger ist als André, attackiere ich die Riesenspinne. Ich verwende meine Ritterfähigkeit für einen Extrawürfel und verursache damit genug Schaden, um die Spinne zu besiegen. Sie wird durch einen weiteren Tiermenschen ersetzt und ich erleide 3 Punkte Schaden. Erfülle aber auch als Zweiter die Queste. Martin ist wieder dran und attackiert den Tiermenschen. Er verwendet sein Kettenhemd, um den gegnerischen Schaden zu reduzieren. Er leidet 1 Punkt Schaden und besiegt den Tiermenschen. André ist an der Reihe und er attackiert den Minotauren.
Er schafft es, ihn zu besiegen und beendet als Dritter die Queste. Die Woodwitch rückt auf, verursacht aber keinen Schaden, da keine Bestien auf dem Feld stehen. Außerdem erscheint eine Harpie, die nach hinten rückt, und sie und alle Monster unter ihr können ihre Doom-Ergebnisse als Schildergebnisse benutzen. Und zuletzt erscheint noch ein weiterer Berserker. Ich bin wieder an der Reihe und mache mit Gelric einen Super-Mega-Ritter-Sprungkick über die ersten zwei Reihen hinweg und direkt auf die Woodwitch. Das kostet mich 3 Ausdauerpunkte. Und die Woodwitch hat aktuell noch einen roten Würfel, 2 gelbe und 2 eingebaute Schilde. Vor der Attacke aktiviere ich meine Fellrüstung und werfe dann meine Kampfwürfel. Mal schauen, was wir damit anstellen können. Ich verwende meine Gauntlets und klaue ein Schwert. Dann verwende ich meinen Wrath Cleaver und mache aus allen Einzelschwertergebnissen Doppelschwertergebnisse. Dann reduziere ich mit dem Mönch die Kosten des nächsten Wuteinsatzes um 1 und kaufe mir für einen Wutpunkt einen zusätzlichen Würfel. Und... Damit bin ich schon bei 6 Schadenspunkten und die Woodwitch fällt mit einem einzigen gewaltigen Schlag. Zuletzt benutze ich noch meinen magischen Ring und heile einen Lebenspunkt und bekomme einen Wutpunkt. Die Schlacht ist aber noch nicht vorbei und Martin attackiert mit Britta die Harpie. Er aktiviert die Lanze, was ihm auf diese Distanz ein Schwertsymbol hinzugibt. Außerdem benutzt er nach dem Wurf seine Ritterfähigkeit, um ein Schwertergebnis zu stehlen und besiegt damit die Harpie. André setzt die Aufräumarbeit fort und geht auf den Berserker, schafft es aber nur, ihm 2 Punkte Schaden zuzufügen, wodurch der Berserker noch einen roten Angriffswürfel bekommt. Ich bin wieder dran und attackiere den Draugr. Ich verwende meinen Kriegshammer, um alle Schildsymbole zu reduzieren und außerdem noch meinen Raben, um die Sonderregel des Draugr zu ignorieren. Nach dem Wurf kaufe ich mir noch einen Würfel hinzu, der meinen Schaden auf 2 erhöht, und dabei belasse ich es. Soll doch der Pöbel hinter mir aufräumen. Martin attackiert ebenfalls den Draugr. Da er sonst sterben würde, verwendet er seinen Falken, um die Monsterwürfel neu zu werfen. Und damit besiegt er den Draugr und verursacht dabei 4 Punkte Schaden. Was mehr ist, als ich verursacht habe, daher geht der Draugr an Martin. Das letzte Monster wird aufgedeckt und es ist ein Ogre. Und da dieser die erste Reihe erreicht hat, macht er dank seiner Sonderregel jetzt einen Schaden an unserer rechten Bahn. Tartos fasst sich ein Herz und stürzt sich auf das Ungetüm und André verwendet dafür das Kriegsross. Weil sich der Ogre in der ersten Reihe befindet, bekommt er daher einen gelben Würfel zusätzlich für seinen Wurf. Das Ergebnis ist ein Schaden für Tartos und ein ziemlich toter Ogre. Dann bin ich nochmal dran und attackiere den Berserker. Nach dieser Aktion bin ich auf jeden Fall raus, das heißt, ich kann Schaden ignorieren. Ich setze noch mein Langschwert ein, um aus einem Schild ein Schwert zu machen. Dadurch verursache ich 3 Punkte Schaden und beanspruche den Berserker für mich. Am Ende der Nacht sind alle mit ihren Lebenspunkten im grünen Bereich und bekommen nochmal 7 Punkte. Damit ist auch die letzte Nacht überstanden, die Horden der Finsternis wurden zurückgeschlagen und das Dorf und der Thronerbe sind sicher. Doch welcher unserer tapferen Helden hat sich am ruhmreichsten geschlagen und darf den Sieg für sich beanspruchen? Um dies zu ermitteln, werden jetzt alle im Spiel gesammelten Punkte zusammengezählt. Zuerst kommen die Punkte für die Gegenstände, die ich auf dem Markt eingekauft habe. Ihr Wert steht oben rechts und sie sind für mich insgesamt 15 Punkte wert. Als nächstes habe ich von jeder existierenden Gegenstandsfarbe eine Karte gesammelt, wofür ich 21 Punkte bekomme. Dann addiere ich die Werte aller gesammelten und nicht ausgegebenen Boss- und Monsterkarten. Hier komme ich auf 26 Punkte. Weil ich 4 verschiedene Monstertypen gesammelt habe, bekomme ich nochmal 6 Punkte. Bosse gelten dabei als eigener Monstertyp. Pro 3 verbliebenen Goldstücken bekomme ich einen Siegpunkt, wodurch ich nochmal 4 Punkte bekomme. Durch die Questkarten bekomme ich 12 Punkte. Und durch die Ruhmeskarten nochmal 18. Damit bin ich insgesamt bei 102 Punkten. Martin hat mit Britta insgesamt 87 Punkte gesammelt. Und André mit Tartos 84.
Damit endet das Spiel mit einem Sieg für mich und den edlen Sir Gelric. Vielen Dank, André und Martin. Ein großartiges Spiel. Ja, das war mein erstes Match Night Tales und ja, ist gut gelaufen für mich, würde ich sagen. Für ein erstes Match, ja, also hätte glaube ich kaum besser laufen können. Ich habe glaube ich auch noch nie bei einem ersten Match von einem Spiel so viele richtige Entscheidungen getroffen. Und ihr habt vielleicht bemerkt, wir haben uns da jetzt ziemlich easy durchgeschnetzelt. Das hat natürlich mehrere Gründe. Den ersten habe ich schon vor dem Video genannt, dass einfach die Würfelverteilung noch ein bisschen, also der Schwierigkeitsgrad, den wir gespielt haben, war eher der einfache. Das hat einen einfachen Grund. Kurzer Einblick ins Game Design. Als ich das Spiel zum ersten Mal kurz angetestet habe auf der Spiel, da waren diese Glaubenssymbole auf den Würfeln. Mit denen konnte man eigentlich nur die Schädelsymbole, also die Doom-Ergebnisse, entfernen. Und das wurde, bevor wir unser richtiges Spiel gemacht haben, wurde das geändert, dass die Glaubenssymbole komplette gegnerische Würfel entfernen konnten. Und das hat eben die Schwierigkeit deutlich in Richtung einfacher gekippt. Und das haben wir dann auch bemerkt. Zudem haben wir natürlich auch direkt mit zwei sehr, 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 sehr erfahrenen Spielern gespielt, mit André und Martin, die natürlich auch mit am Design beteiligt sind an diesem Spiel. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich. Und das lief bei dem Spiel, was ich dann mit meiner Frau gemacht habe, wo dann sowohl die gelben als auch die roten Würfel nochmal deutlich stärker geworden sind, nochmal ganz anders. Mittlerweile ist der Schwierigkeitsgrad wirklich auf einem sehr, sehr guten Level, aber das seht ihr dann hoffentlich auch direkt bei meinem nächsten Video. Ja, und ansonsten zum Spiel. Ich mag's. Also ich find's richtig gut. Es ist so ein richtig schöner Mix aus einem sehr, sehr stimmungsvollen Spiel. Ich mag tatsächlich sehr gerne kooperative Spiele. Ich mag's aber auch sehr, sehr gerne, wenn kooperative Spiele nicht einfach nur kooperativ sind, sondern auch so ein Twist dabei ist. Und der Twist ist in diesem Fall natürlich der mit den Punkten. Weil auch wenn wir hier natürlich relativ easy uns durchgeschnetzelt haben durch die Gegner, hat man natürlich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, so okay, welches Monster sollte ich jetzt besiegen, um meine Punkte zu optimieren, welche Gegenstände sollte ich sammeln, um meine Punkte zu optimieren. Gerade meine letzte Aktion, wo ich mich so auf den Boss gestürzt habe, war vor allem auch eine punkteorientierte Entscheidung, weil der Boss dann auch recht viele Punkte gibt und das sind alles so Sachen, die sind natürlich, gerade wenn man auf einfach spielt, sehr, sehr, sehr wichtig, weil man da relativ gut einfach durchkommt. Aber richtig spannend wird es dann, wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt und es tatsächlich teilweise auch ums Überleben geht. Also wenn es wirklich darum geht, ob man durch diese drei Nächte überhaupt komplett durchkommt oder nicht und quasi diesen Punkt abzupassen nachher, okay, wann lohnt sich's auf Punkte zu gehen und wann muss ich doch dann tatsächlich mit meinen Freunden, mit den anderen Rittern zusammenarbeiten. Und so funktionieren, finde ich, kooperative Spiele ziemlich gut, weil dann eben nicht ein Spieler komplett die Kontrolle an sich reißt und für alle mehr oder weniger spielt, weil er der Erfahrenste ist, was ja oft passiert bei kooperativen Spielen. Das passiert hier definitiv nicht, weil eben von vornherein alle so ein bisschen an ihre eigenen Punkte denken. Und dazu kommt einfach, dass, also ihr seht hier das Spielfeld vor euch, ich finde, das ist einfach sehr, sehr cool gelöst, dass man einerseits diese sehr tollen Ritterfiguren hat, die ich definitiv auch für andere Spiele sehen kann im Einsatz, auch für Rollenspiele natürlich ganz besonders toll. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich traurig sein, dass für die Monster und Bosse keine Miniaturen existieren, aber ich finde das persönlich nicht schlimm, weil die Artworks auf den Karten, die machen das mehr als weg. Also das Spiel ist einfach grandios farbenfroh. So farbenfroh, wie man das eigentlich normalerweise gerade bei so einem richtigen Tabletop-Spiel einfach nicht haben kann. Und ich bin da sehr glücklich. Das hält natürlich auch den Preis runter, wenn da nicht 50 Millionen Figuren dabei sind. Und ich habe das Spiel jetzt sowohl mit sehr erfahrenen Brett- und Karten- und Miniaturenspielern gespielt, wie eben auch mit den Jungs von Voodoo Games. Ich habe es aber auch schon, wie gesagt, mit meiner Frau gespielt und mit Freunden gespielt, die nicht so mega im Brettspielbereich drin sind. Und für beide war einfach extrem viel Spaß drin. Das Spiel ist extrem gut lesbar, sehr, sehr schnell lernbar. Und es spielt sich tatsächlich so ein bisschen wie so ein sehr gelungener Mix aus einem Puzzle, ein Tower Defense
und so ein bisschen so ein Management-Spiel. Also man hat so ein bisschen alles dabei. Und gerade so diese Monsterphase, die Nachtphase, da muss man extrem drauf schauen, welche Monster man zuerst angeht. Und das Spiel ist auch sehr, sehr stark darum designt, dass es wenig Überraschungen gibt. Das heißt, klar, man weiß nicht, was hier drunter ist. Aber man hat nicht so Situationen, wie es zum Beispiel bei Andor manchmal ist, dass man einfach von der Situation komplett überrascht und komplett überrannt wird und nachher denkt, okay, ja nee, da konnten wir nichts dagegen machen. Klar, es sind immer noch Würfel dabei, das ist der Zufallsaspekt ist definitiv da, aber im Grunde ist es immer noch ein Puzzle, das man irgendwie entflechten muss. Und es ist halt ein Puzzle, bei dem die Spieler unterschiedliche Interessen verfolgen. Und das ist ein richtig spannender Gedanke. Überlegt euch einfach mal, ihr habt ein Puzzle vor euch liegen und jeder Spieler hat so seine eigene Agenda, die er noch verfolgt. Weil klar, es gibt vielleicht eine ganz klare, richtige Lösung für das Puzzle. Also die richtige Lösung, wie man jetzt dieses Puzzle entflechten kann. Aber vielleicht will einer der anderen Spieler gerade eine von den anderen Monsterkarten nehmen, weil die für sein Set wichtig ist. Und dann bricht plötzlich dieses ganze Puzzle wieder in sich zusammen und alle Spieler müssen irgendwie damit umgehen. Also die Spielsituationen sind definitiv da und toll und ich find's sehr, sehr gelungen. Und das hat mir bisher bei jedem Match, das ich gemacht habe, Spaß gemacht. Jedes Mal was anders, mal was schwerer, mal was weniger schwer. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil man spielt immer auf ein bestimmtes Ziel hin. Ob es jetzt Überleben ist oder die meisten Punkte. So. Und das waren meine paar Gedanken zum Spiel. Ich find's echt toll. Die Kampagne startet am 25., also das ist am Dienstag. Es ist auch schon eine Preview-Seite für die Kampagne online. Die verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung, genauso wie sämtliche Links zur Facebook-Seite und zur Homepage von Voodoo Games. Vielen Dank an Martin und an André, die sind einen weiten Weg gefahren zu mir, damit wir da zusammen spielen können. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen diese Einblicke in das Spieldesign zu bekommen. Und bevor das Video jetzt vollends zu lang wird, sage ich einfach vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.